Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Die allermeisten von euch werden es vielleicht schon mitbekommen haben. Aktuell, vielleicht ist auch schon wieder gefixt, gibt es einen Kyle-Boss-Killer-Build, der wahrscheinlich so nicht richtig im Spiel sein soll. Damit kann man aktuell jeden Boss one-shotten, wenn man die richtigen Module hat. Und ich will gar nicht so sehr aufs Detail gehen, wie er den Baum ist, weil das sowieso alles wieder rausgenommen wird. Aber ich finde es super spannend und ich fand es auch echt witzig und ich will es euch auch einfach mal zeigen, wie krass dieser Kyle ist. Man geht auch davon aus, dass die Verkäufe von Kyle extrem hochgegangen sind, weil jeder aktuell Kyle spielt. Teilweise werdet ihr es wahrscheinlich selber auch gemerkt haben, wenn ihr den letzten Boss hier versucht zu spielen, ist mittlerweile immer ein Kyle drin gewesen in den letzten Tagen oder zumindest mal heute. Und ja, Kyle sehr, sehr witzig. Ich werde euch einfach mal einmal zeigen, wie Kyle den Endboss gewone-shottet hat, weil ich finde das einfach sehr, sehr witzig und auch einfach cool, sowas mal zu zeigen. Wird sehr, sehr schnell wieder entfernt aus dem Spiel, aber jetzt gerade ist es auf jeden Fall eine sehr witzige Sache. Sollte noch so aktiv im Spiel sein, abuse das nicht, probiert das gerne mal aus, weil es ganz witzig ist, aber passt da auf, dass ihr es nicht komplett überreizt und dann in alle möglichen Lobbys geht und dann eventuell da gemeldet werdet, weil die Leute das nicht mögen. Ich weiß nicht genau, wie der Schutz davon Nexon angeht. Nicht, dass ihr irgendwie 10-mal gemeldet werdet und dann kriegt ihr irgendwie einen Timeout oder sowas. Deswegen seid damit ein bisschen vorsichtig. Meiner Meinung nach ist das kein böser Bug-Abuse, weil man ja theoretisch, wenn ich jetzt ein Kyle-Spieler wäre und ich nicht in der Welt des Internets unterwegs wäre und ich starte heute Morgen das Game und mein Kyle macht auf einmal 100 Millionen Damage, dann würde ich mir dabei denken, oh cool, Kyle hat ein Update bekommen und nicht, oh, das ist ein Bug-Abuse, ich sollte da besser aufpassen. Deswegen besehe ich das relativ entspannt, aber man sollte es auf jeden Fall auch nicht überreizen. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Boss. Ganz ehrlich, ich fange an zu stacken. Glaube ich. Was ist das denn da links? Wieso muss ich stacken, während er auf mich geht? Dann habt ihr aber Zeit, Leute. Ich habe aber auch wegen God Gamer gespielt. Der ist auf mich gegangen. Ich habe gleichzeitig gestackt. So. Da kann niemand sagen, Easy Mode. Ich musste auch da richtig gut für Elden Ring spielen. Ich hoffe, das fandet ihr auch so spannend wie ich. Wenn ihr nichts zu The First Descendant verpassen wollt, dann auf jeden Fall ein Follow da lassen. Schreibt mal gerne eure Meinung zum, ja, Kyle One-Shot-Build unten in die Kommentare. Für alle, die jetzt wissen wollen, wie er gebaut wird, ist es total irrelevant, weil der spätestens jetzt, wo das Video rauskommt, innerhalb der nächsten Stunden, Tage gepatcht wird. Falls er nicht gepatcht wird und das wirklich so intended ist, dann gibt es nochmal ein explizites Build-Video, wo ich wirklich alles erkläre. Heute geht es eher darum, um das einmal gesehen zu haben, weil ich es ganz witzig finde. Ja, wenn ihr nichts zu The First Descendant verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Follow freuen, sehr über ein Like auf das Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.